Willkommen beim Report. Die Grünen im Dilemma, dazu im Studio Vizekanzler Werner Kogler. Qual der Wahl, warum es zu wenig Kassenärzte gibt und Beton oder Wasser, der umstrittene ungarische Bau am Neusiedlersee. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Wenn Regieren ein Rendezvous mit der Realität ist, dann fällt dieses insbesondere für die Grünen ernüchternd aus. Eine Krise jagt die nächste, Corona-Ukraine-Krieg, die Teuerung und... Die Grünen antworten darauf, die sehen wir uns heute genauer an. Denn versprochen haben die Grünen zu Regierungsantritt ja nicht nur ein sauberes Klima, sondern auch saubere Politik. Angesichts anhaltender Korruptionsvorwürfe gegenüber dem Koalitionspartner ÖVP kein leichtes Unterfangen. Und dann wäre da noch der Ukraine-Krieg mit seinen spürbaren Folgen vom Gas bis hin zu teureren Lebensmitteln. Welche Lösungen haben die Grünen? Bevor ich darüber mit Vizekanzler Werner Kogler spreche, loten Martin Pusch und Alexander Sattmann aus, was sich die grüne Basis vor dem Bundeskongress am Samstag von ihrem Chef und dessen Regierungsteam in Krisenzeiten wie diesen erwartet. Landesparteitag der Grünen im oberösterreichischen Vorchdorf. Der Vizekanzler kämpft mit technischen Schwierigkeiten. Dieses Problem ist schnell zu beheben. Ungelöst bleiben die großen Krisen, die die Regierung seit ihrem Amtsantritt begleiten. Es ist momentan nichts einfach. Wir sind ja nicht, ihr kennt das von mir, nicht in die Regierung gegangen, um es einfach zu machen. Aber aus solchen schwierigen Zeiten kommen, hätten wir uns auch nicht gedacht. Naja, uns gibt es immer noch, Gott sei Dank noch einmal, glaube ich, so selbstbewusst sollten wir sein. Die Grünen haben Werner Kogler viel zu verdanken. Er hat die Partei vor mehr als 2 Jahren aus der Bedeutungslosigkeit geholt, wieder ins Parlament und sogar in die Regierung geführt. Doch Dankbarkeit hält nicht ewig. Es gibt eine neue Hoffnungsträgerin in der Partei und erstes Murren über den Chef. Beim Werner Kogler fällt mir irgendwas. Da denke ich mir, da könnte es ein bisschen mehr sein. Was die Ministerin Gewesseler geschafft hat, das ist wirklich großartig. Angefangen vom Klimaticket, das ist bei uns da jetzt auch ein Riesenthema. Gewesseler ist super, also die macht das Ärmlimit. Ja, und... Lass mich mal nachdenken, nachschärfen. Ja, Soziales. Mit alles kann man nicht zufrieden sein als Grüner, das gehört sich nicht. Was witzig klingen soll, ist für die Partei ein durchaus ernstes Problem. Sympathisanten und Funktionäre lassen sich leicht begeistern, aber auch schnell enttäuschen. Grüne Wählerschaft ist sehr kritisch, äußerst kritisch und sehr untreu. Mit dem muss jeder Parteichef leben. Und linke Parteien haben es generell an sich, dass sie sich in sehr vielen Einzelinteressen und in kleinen Gruppen sehr mit sich selber beschäftigen und dadurch es oft sehr schwer ist, für die Spitze eine klare Position nach außen zu vertreten, weil Differenzierung in einer Demokratie wichtig ist und die Grünen das vor allem verkörpern. Unzufrieden ist auch Harald Walser. Der Vorarlberger war Nationalratsabgeordneter und hat eigentlich ein gutes Verhältnis zum Parteichef. Trotzdem hat er eine Botschaft an Werner Kogler. Ich würde mir schon auch, schönen Gruß an Werner Kogler im Studio, ich würde mir hier und da schon auch deutlichere Worte wünschen. Wo liegen die Defizite? Ich denke etwa an den Bildungsbereich. Das war früher einmal ein grünes Schwerpunktthema und das war die Parteispitze, die das nicht entsprechend in den letzten Jahren umgesetzt hat. Und war da nicht noch ein anderes grünes Leibthema? Ich denke auch an das Asyl, an das Thema Menschenrechte. Da glaube ich, darf es noch deutlicher werden. Werner Kogler wird am Wochenende in Villach wieder zum Parteichef gewählt. Und Leonore Gewessler erstmals zu seiner Stellvertreterin. Für viele ist sie die logische Nachfolgerin oder Spitzenkandidatin bei den nächsten Nationalratswahlen. Leonore Gewessler bringt sicher sehr vieles mit. Ob sie allerdings das Geschäft mit den Basiswapplern, ich glaube, der Herr Wabel hat das gesagt, der grünen Basiswappler kann, das weiß ich nicht. Und das ist dann immer die große Gefahr, dass jemand an der Spitze einer Partei installiert wird, der eigentlich die Partei als solches nicht miterlebt hat. Also ein Kompromiss, Gewessler Spitzenkandidatin bei den nächsten Wahlen und Kogler bleibt Parteiobmann? Das ist natürlich alles möglich, warum nicht? Aber derzeit sehe ich, zumindest was die Datenlage betrifft, eigentlich keine Notwendigkeit, einen Wechsel an der Spitze vorzunehmen. Die Klimaministerin hat vieles von dem umgesetzt, was die Grünen im Wahlkampf versprochen haben. Etwa das Aus für den Lobautunnel in Wien.
Die Lobau-Autobahn mit dem Tunnel mitten durchs Naturschutzgebiet wird nicht gebaut. Das war im Dezember. Sehr zum Unmut von Niederösterreich und Wien. Zwei Protestcamps werden von der Polizei geräumt. Und die Wiener Wirtschaftskammer wehrt sich juristisch. Sie beauftragt Heinz Mayer mit einem Gutachten. Er kommt zum Schluss, die Ministerin hätte diese Weisung gar nicht erteilen dürfen. Und beklagt versuchte Einflussnahme durch das Ministerium. Man hat versucht, mir klarzumachen, dass ich falsch liege mit meinen Argumenten. Aber ich war mir selten in einem Fall so sicher wie in diesem. Na, hat man versucht, dass Sie ein Gutachten im Sinne des Ministeriums erstellen? Das hätte man sich meiner Meinung nach gewünscht, ja. Aber also von Druck ausüben kann keine Rede sein. Das war sicher nicht. Das ist direkt aus dem Ministerium, aus dem Kabinett gekommen? Ja. Von wem? Vom Kabinettschef, der ein Dissertant von mir war. Ist der Lobautunnel tatsächlich tot? Das Umweltministerium beruft sich auf eigene Gutachten. Die FPÖ hat eine Klage gegen die Ministerin eingebracht, wegen mutmaßlicher Untreue. Auch wenn die Assfellner gesagt, wir folgen der Intention der Ministerin, dann ist das rechtlich nicht ausgestanden? Nein, das ist nicht ausgestanden. Dann haftet der Asfinag-Vorstand strafrechtlich und zivilrechtlich und die Ministerin auch. Mehr Transparenz und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ist auch Teil des türkis-grünen Regierungsprogramms. Seit einem Jahr liegt ein Entwurf des Informationsfreiheitsgesetzes auf dem Tisch. Die grüne Basis ist unzufrieden, denn Werner Kogler hat im Jahr 2020 deutlich mehr Tempo versprochen, etwa in diesem Tweet. Enttäuscht sind auch die Datenschützer, denn auch der vorliegende Entwurf geht nicht weit genug. Es ist den Parteien einfach vielleicht beiden nicht wichtig genug und es ist den Grünen sicher auch nicht gelungen, die ÖVP da wirklich ins Boot zu holen, was umso wichtiger wäre angesichts all der Affären, die ans Licht gekommen sind in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Denn es ist eigentlich klar, nur echte Transparenz und echte öffentliche Kontrolle kann sicherstellen, dass die Politik oder gewisse Parteien nicht die Republik als Selbstbedienungsladen sehen, um die eigenen Interessen, die der eigenen Netzwerke oder der eigenen Partei zu befriedigen. Die selbsternannte Transparenzpartei steht unter Druck. Eines ihrer zentralen Wahlversprechen endlich umzusetzen, zumindest noch in dieser Legislaturperiode. Transparenzpaket, Informationsfreiheitspaket, all das muss unbedingt in dieser Periode noch passieren, noch beschlossen werden, damit die Grünen wieder als die Partei der Transparenz und mit der sauberen Politik mit einem ähnlichen Slogan in die Wahl gehen können. Beim kommenden Bundeskongress werden die Grünen eine durchwachsene Zwischenbilanz ziehen. Trotz aller Turbulenzen ihres Regierungspartners verlieren die Grünen in der Wählergunst. Das ist überhaupt ein Problem der Grünen, finde ich, dass sie versuchen, ein sehr loyaler und höflicher Koalitionspartner zu sein. Dass sie nicht ausreichend deutlich machen, ihre eigene Position bei den verschiedensten Themen, sondern dass sie sich zum Teil in vornehmes Schweigen hüllen oder für mich eigentlich zu lau und zu wenig eindeutig und zu wenig profiliert ihre eigene Position klar machen. Das ist wichtig für die Zukunft. So gut es geht, eben noch gestalten. Zukunft ist eben nicht irgendwas, was wir erleiden müssen. Zukunft ist auch das, was wir daraus machen. Vielen Dank. Sind die Grünen tatsächlich zu zurückhaltend in der Regierung oder geht da noch mehr? Das wollen wir jetzt von Vizekanzler Werner Kogler hier im Studio wissen. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Herr Vizekanzler, manche, wir haben es gerade im Beitrag gehört, die wünschen sich, dass Sie künftig mehr auf den Tisch schauen. Und wenn wir uns das aktuell ansehen, dann muss man sagen, nicht abreißende Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP, ob im Bund oder aktuell in Vorarlberg, noch nicht alle versprochenen Transparenzgesetze auf dem Tisch. Sind Sie zu nachsichtig? Na, zwei Dinge. Erstens, die Transparenzinitiativen schreiten ja voran. Morgen werden die Vorschläge für das Parteientransparenzgesetz eingebracht, gemeinsam mit dem Regierungspartner, aber auch werden wir das mit den Oppositionsparteien verhandeln. Das wird eines der strengsten Parteiengesetze Europas, so wie versprochen. Endlich darf der Rechnungshof reinschauen und damit ist schon sehr, sehr viel erreicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ja, es tauchen immer wieder Skandale auf. In aller Regel, soweit es die Bundes-ÖVP betrifft, sind
sind ja in den Jahren 2016 bis 2019 oder davor angesiedelt. Und jetzt wird eben aufgedeckt und ermittelt. Und dass das geschieht, ist ja mal ein gutes und starkes Zeichen für den Rechtsstaat. Allerdings, auch die ÖVP muss sich verteidigen dürfen und hat hier alle Rechte dazu, ganz normal. Das ist ganz aber normal. Es ist noch nie so viel und so umfassend und so tiefgehend ermittelt worden wie jetzt. Das muss man weil die ja Grünen einfach in mal der Regierung sind, das, nein, Sie das will ich gar nicht so sagen, weil wir wollen ja nicht intervenieren dort, das wäre erst recht falsch, aber es wird zumindest nicht mehr abgedreht. Die Zeiten, dass irgendwas erschlagen wird, die sind ja offenkundig vorbei. Würden dort noch andere sitzen, wäre ich mir da nicht so sicher. Da geht es auch um mehr Personal. Sie sprechen jetzt die Justiz an, die Staatsanwaltschaft, die WKStA, aber die hat auch noch nicht mehr Personal bekommen. Auch unter den Grünen. Also meinen Informationen nach ist bei den Planposten, da habe ich ja selber noch das Budget verhandeln dürfen, sehr wohl gegenüber früher was weitergegangen. Ob und in wie schnell die alle dann nachbesetzt werden können, ist ja tatsächlich eine zweite Frage. Aber da gibt es ganz große Bemühungen und natürlich ist das ein berechtigtes Anliegen. Wenn wir jetzt den Spieß ein bisschen umdrehen, ob alles immer rechtlich einwandfrei abgeht, das haben wir im Beitrag gehört. Die Frage stellt sich jetzt in einer anderen Frage auch gegenüber der Klimaministerin der Grünen, Leonore Gewessler beim Lobau-Baustopp. Und da sagt der Verfassungsjurist, sehr renommiert, Heinz Mayer, da kommt zivilrechtliches Ungemach auf die Ministerin zu. Handeln die Grünen auch in so einer Causa, wenn sie jetzt auf die ÖVP zeigen, immer nach dem Recht? Also ein Baustopp wird es nicht ganz sein können. Ich denke, dort geht es eher darum, dass es um den Stopp von weiteren Millionen- und Milliardenausgaben geht. Und das ist ja Aufgabe der Bundesministerin, nämlich gemeinsam mit der ASFINAG hier die entsprechenden Planungen und die Baubeginnzeiten festzulegen für die jeweiligen 6 Jahre. Aber es geht da um eine mögliche Weisung und das könnte rechtswidrig gewesen sein. Ja, das, erstens weiß ich, dass das Bundesministerium für Klimaschutz hier sehr viele Rechtsgutachten selbst eingeholt hat. Ich kann da keine Weisung erkennen. Es ist dem Aufsichtsrat der ASFINAG die entsprechende Evaluierung übermittelt worden. Die haben dann ihr Programm vorgelegt und das ist dann wieder von der Ministerin abgenommen worden. Und der Finanzminister muss im Übrigen auch noch irgendwann zustimmen. Kurzum, Sie sagen, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Es ist mit Sicherheit alles geprüft worden, wie hier entsprechend vorzugehen ist. Aber das Ganze ist ja doch völlig klar, dass wir in modernen Zeiten, wo wir auf Klimaschutz schauen müssen und das nicht nur in Sonntagsreden vernehmen und auch in eine Energiewende reinkommen müssen, dass Projekte nochmal überprüft werden. Im Übrigen hat die gleiche Evaluierung ergeben, dass andere Straßenstücke in Österreich, beispielsweise in meinem Bundesland Steiermark, sehr wohl verlängert werden oder ausgebaut werden. Damit, Herr Vizekanzler, liefern Sie mir das nächste Stichwort, die Klimawende, die Energiewende. Und da steht ja eigentlich, wenn wir jetzt den Ukraine-Krieg hernehmen und dessen Folgen, irre die grüne Welt auf dem Kopf. Denn anstatt schnell aus dem Gas rauszukommen, aus russischem Gas, wird es jetzt zusätzliche Milliarden dafür gehen, nämlich für Gasreserven, wissentlich, dass wir damit natürlich Putins Angriffskrieg weiter und mitfinanzieren. Ist das wirklich alternativlos? Warum geht das nicht rascher, schneller? Also da ist jetzt, glaube ich, einiges durcheinander gekommen. Natürlich müssen wir so schnell als möglich raus aus Gas. Das ist ja das, was wir dauernd fordern, wo es auch die Konzepte gibt. Das ist das eine. Wo sind noch denn besser die Konzepte? Aus, die noch besser aus alle. Russischem Gas. Naja, also es ist die letzten 2 Jahre in der gesamten Klimaschutzpolitik und Energiewende mehr weitergegangen als die 40 Jahre davor. Und ich vermute ja, dass diese Argumente auch aufgenommen werden, ausgerechnet von jenen, die jetzt uns ja spätestens seit 2014 in die völlig falsche Abhängigkeit geführt haben. Aber eines muss man ehrlicherweise schon sagen, so wie viele Energie- und Wirtschaftsminister in Europa, die Länder, die sich in diese Abhängigkeit begeben haben, das waren bei Gott andere als die Grünen, die haben es jetzt besonders schwer. So, deshalb gibt es aber jetzt ja genau Pläne, um im Rahmen des Möglichen alles so schnell wie möglich zu machen. Da machen wir es konkret. Ein Datum. Wann sollen wir aus russischem Gas komplett draußen sein? Das habe ich bis jetzt noch nirgendwo gefunden.
Das wird in Österreich mit Sicherheit nicht über Nacht gehen. Fünf Jahre, zehn Jahre. Wäre jeder, glaube ich, ein Scharlatan, der das genau sagen könnte. Wir kennen die momentanen Planungen und Besprechungen mit der Europäischen Union. Da gibt es das Ziel mit 2027, das ist für Österreich extrem ambitioniert, dass man überhaupt komplett aus russischem Gas raus ist. Aber jetzt geht es ja mal darum, es geht nicht darum, dass insgesamt mehr Gas verbraucht wird, das wäre eben das Missverständnis, sondern was wir brauchen ist ja, weil ja ein Lieferengpass drohen könnte, aus verschiedenen Gründen, dass es jetzt einmal dazu geschaut wird, dass wir die Bevorratung in die Höhe bringen, und da sind wir auf einem guten Weg. Und trotzdem sagen Experten, Herr Vizekanzler, das könnte viel rascher und schneller gehen. Und zum Beispiel Ihre Kollegen in Deutschland, das ist auch der Vizekanzler, der dort gestellt wird mit Robert Habeck, die machen noch ganz andere Vorschläge. Welche schauen wir uns kurz an und dann wollen wir darüber sprechen. Auch zwei Monate nach Kriegsbeginn fließt russisches Gas nach Europa. Und weil die Heizsaison endet, füllen sich die Gasspeicher wieder. Doch Europa sucht Alternativen. In Deutschland ist eine längere Laufzeit für Kohlekraftwerke kein Tabu mehr. Und der grüne Wirtschaftsminister setzt auf die Errichtung von Flüssiggasterminals. Auch wenn Aktivisten für einen schnellen Ausstieg demonstrieren, auf russisches Gas kann auch Deutschland nicht schnell verzichten. Die LNG-Terminals werden mit Hochdruck gebaut, und zwar wirklich gerade gemessen an deutschen Bauzeiten, würde ich sagen, es ist fast Lichtgeschwindigkeit. Jetzt werden wir gucken, wie schnell es geht. Wir haben ja gar keine Erfahrung mit so schnellen Baufortschritten. Aber ja, wenn die da sind, sichert es einen Teil der Erdgasimporte aus Russland. Italien schließt vergangene Woche einen Liefervertrag mit dem Kongo. Ab nächstem Jahr sollen 4,5 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas nach Italien geliefert werden. Wie wir schon oft gesagt haben, macht die russische Aggression und der Schaden in der Ukraine es notwendig, dass Italien seine Energiequellen diversifiziert. Die österreichische Regierung hat Anfang März in den Emiraten und Katar zwar einen unverbindlichen Absichtsvertrag unterzeichnet, für den Energieexperten fehlen aber Verhandlungen mit Italien, um eine mögliche Gasanlieferung auch sicherzustellen. Prinzipiell ist immer die Frage, wie viele Pipelines hat man, welche kann man nützen, und wenn wir da keine Alternativen aufstellen und nicht Zugang zum italienischen Netz schaffen und dort das anzapfen können, dann werden wir keine Alternativen haben. Das heißt, das ist eigentlich das Dringendste, was man machen müsste, dass man Zugang hat zum Meer. Gibt es diese Verhandlungen aus Ihrer Sicht mit Italien? Na, gehört habe ich noch nichts davon, und eigentlich warte ich schon seit 2 Monaten darauf. Das ist das Erste, was man machen muss. Auch der ehemalige Chef der E-Control sieht die Aktivitäten der Regierung skeptisch. Es ist beunruhigend, weil eigentlich man nicht den Eindruck hat, dass Österreich sich seriös auf diese doch beträchtliche Aufgabe vorbereitet. Für Walter Bolz wäre auch ein rascher Ausstieg aus russischem Gas für Österreich möglich, wenn die Europäische Union an einem Strang ziehen würde. In Europa fehlen uns ja nach einer Unterbrechung nur ungefähr 10% des Gases. Und wenn es eine vernünftige Verteilung der Gasreserven über die gesamte zentral- und osteuropäische Region inklusive Österreich gibt, dann haben wir Probleme, aber wir haben nicht den Zusammenbruch der Wirtschaft, der vielfach prognostiziert wird. In Deutschland ruft der grüne Wirtschaftsminister auch offensiver als in Österreich zum Energiesparen auf. Mit ihrem pragmatischeren Kurs können die Grünen in Deutschland, anders als in Österreich, bei der Sonntagsfrage jedenfalls punkten. Ohne diesen Krieg wäre der Druck auf die Politik, die Energiewende beschleunigt voranzutreiben, nicht so schnell, nicht so groß gewesen. Und insofern profitieren die Grünen, insbesondere Habeck, davon. Russisches Gas, Erdöl oder Kohle. Jahrzehntelang hat das die heimische Wirtschaft am Laufen gehalten. Der Aus- oder Umstieg ist schwierig. Auch und insbesondere für grüne Politikerinnen und Politiker. Und dennoch, Herr Vizekanzler, sagen Experten, das könnte schneller, rascher gehen. In Deutschland gibt es Energiesparaufrufe. Lassen Sie das Auto stehen, wechseln Sie ins Homeoffice. All das hört man aber von den österreichischen Grünen nicht so offensiv. Es gibt auch noch immer kein Energieeffizienzgesetz. Warum eigentlich? Naja, aber auf diesen Beitrag bezogen, muss man ja mal ganz klar sagen, dass in ein paar Punkten genau das passiert, was hier gefordert wird, dass wir nämlich auf europäischer Ebene schauen, wie im Falle einer
Unterbrechung der Zufuhr von Gas, wie wir das dann verteilen können. Das halte ich für ganz wichtig. Das erste Gebot, um uns hier abzusichern, ist mit Sicherheit der Speicheraufbau in diesen Tagen, Wochen und Monaten. Und das passiert mit Hochdruck. Wir sind ja da auch Passagier. Wenn von heute auf morgen der Gashahn zugedreht wird, wenn die Pipeline beschossen wird, dann stehen wir da. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Dann würden uns andere EU-Länder aushelfen, damit bei uns nicht die Wirtschaft quasi stillsteht. Naja, dann wird es insgesamt, wie vorher in dem Beitrag auch angesprochen, wird es insgesamt darauf ankommen, ob es gelingt, die Mengen, die in Europa verfügbar sind, aber es ist dann immer nur eine Frage von Transportmöglichkeiten, dass wir uns hier ausgleichen, wenn es diese Solidarität gibt, daran wird ja gearbeitet. Das ist für die Frage des totalen Gasunterbruchs. Ja. Und gibt es dafür, Herr Vizekanzler, auch diesen berühmten Notfallplan? Das ist eine nächste Frage, das ist richtig, aber das bezieht sich eben darauf, dass man irgendwann das Gas rationieren muss. Richtig. Diese Pläne gibt es natürlich auch. Auch da ist das mit der Industrie abgesprochen. Die Frau Bundesministerin ist da in regelmäßigem Kontakt. Allerdings muss man das in Szenarien denken, weil ja erst dann immer zu sehen ist, wenn es soweit ist, geht der Gasdruck nur vorübergehend zurück oder gibt es eine totale Unterbrechung. Und je nach Szenario gibt es dann die Zuteilung an. Weil ja, da hängen ja ganz, ganz viele wirtschaftliche Kapazitäten dran, die ja so gut wie geht weiter produzieren sollen. Aber wissen diese Firmen, um dann nicht zu stehen und dann gibt es Massenarbeitslosigkeit, dass sie dann betroffen sind und sie rationieren müssen? Viele sagen uns, sie haben erst einen Fragebogen bekommen und sonst nichts. Ich sage Ihnen, dass die Frau Bundesminister erstens an diesen Notfallplänen arbeitet, zweitens die Kontakte entsprechend da sind und drittens ist das ein klassischer Fall von Energielenkung, die dann im Übrigen die Energie, die E-Control mit vornehmen muss. Das kommt ja noch dazu und mit denen sind wir natürlich und auch der Bundeskanzler im Übrigen gemeinsam in intensivem Austausch. Das ist eine Reihenfolge, die man wählen muss, entlang der Einschätzung, wie viel Gas jeweils zur Verfügung steht, weil sonst dreht man ja noch womöglich zu früh irgendwo was ab. Aber das Sie ist, sagen, das wir sind dieses. Vorbereitet. Verstehe ja, so Sie gut es richtig. Geht. Aber man muss da auch mal ehrlich sein. Ich sehe das genauso wie der Robert Habeck, mit dem wir ja intensiv im Austausch sind. Man muss ehrlich sein und deshalb ist ja auch das ist der Grund, warum Deutschland auch voran sagt, das Gasembargo wird uns viel bringen, weil es dann zunächst einmal Knieschuss für die eigene Volkswirtschaft ist, weil man es nicht durchhalten kann. Das wird ganz, ganz schwierig. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. So ehrlich sind ja auch die Grünen in Deutschland, nochmal Robert Habeck anzusprechen. Der hat aber heute gesagt, in ein paar Tagen sind wir soweit, Gasembargo schaffen wir nicht, aber wir schaffen ein Ölembargo. Und daher die konkrete Frage, ist die österreichische Regierung auch bereit, dieses Ölembargo mitzutragen? Wir sind in diese Richtung unterwegs und ich darf noch hinzufügen, es hat ja auch Themen gegeben damals, wo ja unser Regierungspartner in Verdacht geraten ist, wie bei der Sanktionenliste Oleg Deripaska, Österreich wäre auf der Bremse gestanden. Erstens hat sich das nicht verifizieren lassen und zweitens waren wir in der nächsten Runde diejenigen, die mit angetrieben haben, mit Polen etc., dass die Kommission eben besagten Oligarchen auf die Liste setzt. Genauso ist es gekommen. Also da sind wir schon vorne mit dabei. Sind Sie in diesen Fragen auch immer mit der ÖVP ganz eng abgestimmt? Das war ja bei der Reise von Bundeskanzler Nehammer zu Putin nicht so. Da waren Sie nicht involviert. Und letztens jetzt die Aussage von Außenminister Schallenberg, man soll über Alternativen nachdenken, anstatt einer Vollmitgliedschaft der Ukraine zur EU. Sagt Ihre außenpolitische Sprecherin, na genau, die Vollmitgliedschaft ist unser Ziel. Man hat so das Gefühl, so ganz Regierungslinie, ja, eine Kongruente gibt es nicht. Ich glaube, dass die Frage der zeitlichen Perspektive da eine Rolle spielt. Natürlich ist die Perspektive für die Ukraine auch eine EU-Mitgliedschaft. Man muss so ehrlich sein, dass das, und das sagen ja alle, die hier ernsthaft involviert sind, das wird nicht von heute auf morgen gehen und man muss sich das ja mit den Balkanstaaten anschauen. Also, dass es da eine einzige beschleunigte Überholspur gibt, macht ja dort ein Thema. Das meint er wohl, der Herr Außenminister. Da kann man die Ukraine dabei unterstützen, da bin ich im Übrigen sehr dafür. Nur wird es auch nicht schon am 1. Juli dieses Jahres sein. Aber man muss einfach mal auch ehrlich sein. Und ich denke, so hat es der Außenminister gemeint. Und im Übrigen die Reise des Bundeskanzlers, die er ja selber immer erklärt hat und seine Motive dazu, da haben wir klipp und klar auch unsere Bedingungen dazu gehabt, die im Wesentlichen ja erfüllt waren. Das ist eine Information und eine Abstimmung mit den wichtigsten europäischen Partnern gibt, auch mit der Kommission.
Kommission selber. Das war alles. Das Einzige, was nicht gelungen ist, war ein intensiver Kontakt und Austausch mit dem französischen Staatspräsidenten, weil der damals im Intensivwahlkampf war. Gefordert sind Sie auch bei der Bekämpfung des Ukraine-Kriegs und dessen Folgen. Und jetzt sind wir bei der Teuerung. Da sagen Sie, Brot ist wichtiger, die Lebensmittelpreise steigen auch als Benzin. Sind Sie daher dafür, Herr Vizekanzler, dass die Mehrwertsteuer, wie es auch die SPÖ fordert, auf Lebensmittel reduziert wird, befristet sogar ausgesetzt wird? Naja, ich glaube, man muss, glaube ich, die Lebensmittel, ich war ja im März schon dabei, das zu analysieren, dass wir bei den Lebensmitteln, vor allem und bei den Grundnahrungsmitteln, da muss man auch noch mal trennen, die Situation nicht nur genau im Auge haben müssen, sondern dort mal was tun müssen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man dort tun kann. Seit allerkürzester Zeit erst besteht auch die Möglichkeit seitens der Europäischen Union, weil die Richtlinien kommen ja von dort, Mehrwertsteuersenkungen auf Lebensmittel überhaupt erst vorzunehmen. Das war bis jetzt ja gar nicht möglich. Das ist einmal die eine Voraussetzung. Die zweite ist allerdings, dass man auch entlang der Marktverhältnisse in der österreichischen Lebensmittelwirtschaft sicherstellen muss, dass diese Mehrwertsteuersenkung auch weitergegeben wird. Wir haben da große Probleme bei den Lebensmittelketten. Aber also, ist das eine Option, wenn Sie jetzt ja, das ist eine Option. Ich sage nur, was die Bedingungen dazu sind. Wir haben viel zu viel Holodaro in dieser Debatte, auch von der Sozialdemokratie, die Mineralsteuersenkung fordern, die dann erst recht allen jenen nutzt, die da mit den SUVs durch die Gegend cruisen. Da machen wir doch lieber was für die Pendler mit weniger Geld. Und mit dem anderen, das ist ja alles geschehen. Vervierfachung des Pendler-Euros hat es noch nicht gegeben. Und die Frage ist, was jetzt soll geht's noch geschehen? Jetzt geht es aber um die Grundnahrungsmittel. Da, ich stimme ja nicht, dass, wenn die SPÖ das darauf beschränken will, und das ist ja das nicht das erste Mal, dass wir hier auch aufeinander zugehen können. Das ist ja ganz klar, nur ich habe das selber im März schon vorgeschlagen und mittlerweile gibt es die Möglichkeit. Es muss nur sichergestellt werden, dass das, wenn schon nicht ganz, aber im Wesentlichen die Preissenkung weitergegeben wird, weil sonst verdienen ja irgendwelche Handelskonzerne. Das muss doch einleuchten. Kurzum, Sie wollen es treffsicherer, ja, genau. Aber wir können jetzt nicht alle Punkte durchgehen und die werden noch verhandelt. Daher wollen ganz viele und wir natürlich wissen ja, aber wann wird dieses Paket dann auf den Tisch gelegt? Wann ist es vielleicht spruchreif? Das nächste Paket, das wird jetzt berechnet, dort wo es hingehört im Übrigen, beim Finanzminister, um eben diese Treffsicherheiten zu erzeugen. Aber noch einmal, von der Dimension her haben wir in Österreich zwei gemacht mit den 4 Milliarden. Die sind weit größer als anderswo. Aber ich bin ja dafür, dass wir das genau weiterziehen und die Lebensmittel und die Nahrungsmittel, die waren ja genau solche Punkte, die wir uns jetzt anschauen. Das habe ich ja selber damals schon angekündigt. Wollen Sie es nicht festlegen? Ich sage danke für das Interview. Danke auch. Das Interview haben wir aufgezeichnet, bevor der angebliche russische Gaslieferstopp nach Polen bekannt wurde. Und die ungekürzte Version, in der es auch um Nachfolgegerüchte geht, können Sie wie immer in der TVTK nachsehen. Und damit wechseln wir das Thema. Nicht weniger brisant und vielen von uns bestens bekannt. Monatelanges Warten auf einen Termin beim Fach, in diesem Fall beim Kassenarzt. Ob Kinder- oder Frauenärztinnen, mittlerweile gibt es in diesen beiden Fächern, zum Beispiel hier in Wien, mehr Wahl als Kassenärzte. Für Patientinnen und Patienten macht das nicht nur bei der Wartezeit, sondern vor allem bei der Rechnung einen Riesenunterschied und führt uns zu einer Grundsatzfrage. Wie gefährdet ist mittlerweile die medizinische Grundversorgung, wenn Patienten ohne Privatversicherung einfach keinen Kassenarzt mehr finden? So wie Christine Hausberger und Helga Lazar berichten. Vor einem Jahr war Daniela Lucia Bichl schwanger. Die Suche nach einer Frauenärztin mit einer Kassenordination war schwierig. Zu lange Wartezeiten oder zu weit weg. Letztendlich ist sie bei einer Wahlärztin gelandet, wie viele ihrer Bekannten auch. Das erfordert schon mehrere Stunden an Telefonaten, wo man auch viel abgewiesen wird. Und noch schwieriger, habe ich das Gefühl, ist es bei den Kinderärzten und Kinderärztinnen. Also da noch jemanden im gleichen Bezirk in Wien zu finden, das ist eine Challenge, die ich jetzt gar nicht mehr geschafft habe. Frau Bichl hat sich in Internetgruppen ausgetauscht und viel Rückmeldung erfahren. Jetzt hat sie eine Online-Petition gestartet und fordert ausreichend medizinische Versorgung durch Kassenärztinnen und Ärzte. Man hat schon oft das Gefühl, man erbettelt eine Leistung. Dabei zahlen wir alle, es gibt ein Sozialversicherungssystem. Wir sehen das ja jedes Monat auf unserem Lohnzettel. Und diese Abgaben möchte man natürlich dann auch in einem funktionierenden Sozialsystem wiedergefunden sehen. Der Befund von Frau Bichl zeigt sich auch in der Statistik.
Laut Ärztekammer ist in den Jahren 2011 bis 2021 der Anteil der Wahlärzte im Facharztbereich um 45% gestiegen. Bei den Allgemeinmedizinern beträgt der Anstieg 19%. Angesichts dieser Zahlen will der Arbeitnehmervertreter in der österreichischen Gesundheitskasse jetzt das Kassensystem reformieren und wieder mehr Wahlärzte zu Kassenärzten machen. Viele junge Ärztinnen und Ärzte wünschen sich mehr Zeit, die sie für die Patienten haben. Und aus dem Grund kann die einzige Lösung eigentlich nur sein, dass wir mehr Ärztinnen und Ärzte ins Kassensystem bekommen, um Wartezeiten zu reduzieren und um die Zeit für den einzelnen Patienten auch zu verlängern. Mehr Ärzte, mehr Kassenärzte heißt weniger Wartezeiten und mehr Zeit für den einzelnen Patienten. Der künftige starke Mann in der Ärztekammer zeigt sich verwundert. Man würde schon seit Jahren mehr Kassenstellen fordern und hätte auch Reformvorschläge geliefert. Ganz wichtig wäre natürlich hier eine deutliche Reduktion einer sehr aufwendigen Bürokratie. Das ist für viele sehr belastend und abstoßend. Dann wäre es natürlich ganz notwendig, neue Organisationsformen zuzulassen, flexiblere Gestaltungen. Dann auch natürlich, wenn wir haben ausständig genügend Bewilligungen für Gruppenpraxen, für Jobsharing etc. Da müsste man mal sehr viel schneller sein und sehr viel besser hier agieren. Und natürlich wird man in verschiedenen Positionen auch die Honorarsituation noch einmal überarbeiten müssen. Besonders auffallend, in der Frauenheilkunde haben nur mehr 36% der Ärzte einen Kassenvertrag. Der Wahlarztanteil beträgt 64%. In der Kinder- und Jugendheilkunde gibt es noch 47% Kassenärzte und 53% Wahlärzte. Kinderarzt Stefan Thalheimer führt seine Kassenpraxis in Wien-Rudolfsheim seit 30 Jahren. Damals war das für ihn eine gute Option, sagt er. Doch das Einkommen sei seither fast gleich geblieben. Miete, Personal und technische Kosten hätten sich aber stetig erhöht. Im Juni will er in Pension gehen und sucht jetzt eine Nachfolge für seine Ordination. Bis jetzt erfolglos. Wenn ich heute in die Praxis gehen würde, ich würde es heute nicht mehr machen. Ich würde als Wahlarzt oder als Privatarzt arbeiten und ich würde mir einen zweiten Job suchen. Es gibt genügend Jobs für Ärzte. Also bei einem Amt, ja, bei einer Firma. Es gibt sicher viele Möglichkeiten. Laut der Rechercheplattform Dossier arbeiten 39% der Wiener Wahlärzte in einem Spital. Für den Vertreter der Gesundheitskasse sind Wahlärzte nicht versorgungsrelevant. Auch deshalb will er sie ins öffentliche Kassensystem locken. In Deutschland gibt es zum Beispiel keine Wahlärzte in dem Sinn, wie es das bei uns gibt. Da gibt es entweder Kassenärzte, die im öffentlichen System zu 100% arbeiten, natürlich auch Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten, das ist klar. Da gibt es Ärzte, die im öffentlichen System arbeiten und dann gibt es die Ärzte, die im öffentlichen System nicht mitarbeiten möchten, die sozusagen für Privatversicherungen arbeiten oder die als Privatärzte arbeiten. Aber der Großteil der Ärzte arbeitet dort im öffentlichen Gesundheitssystem. In diesem Gesundheitszentrum im 17. Wiener Gemeindebezirk hat sich die Internistin Manuela Weniger eingemietet. Sie ist für eine Kassenpraxis vorgemerkt, hat sich aber entschieden, jetzt als Wahlärztin zu arbeiten. Dass Wahlärzte nicht versorgungsrelevant seien, sieht sie nicht. Im Gegenteil. Erstmals war ich über die Aussage doch sehr irritiert, weil ich permanent nur von meinen Patienten höre, wie lang sie wo, weil viele kommen natürlich dann zum Wahlarzt, weil sie woanders keinen Platz bekommen, mir sagen, wie lang sie warten. Und es ist für mich in der jetzigen Situation, so wie die Situation jetzt ist, unvorstellbar. Meiner Meinung nach würde das zu einem Kollaps des Gesundheitssystems führen, wenn wir jetzt die Wahlärzte ad hoc streichen würden. Das Gesundheitssystem von morgen wird wohl von diesen jungen Menschen getragen. Im Hörsaal der Med-Uni Wien gibt es Montagvormittag eine Vorlesung über den menschlichen Stoffwechsel. Die Diskussion über Wahlärzte wird von den Studierenden auch verfolgt. Der Vorschlag von manchen Politikern, dass Jungärzte freiwillig für die Allgemeinheit arbeiten sollen, kommt hier bei einigen nicht so schlecht an.
einfach, dass man auch die Medizinstudentinnen möglichst früh konfrontiert mit der Arbeitswelt eigentlich. Das ist sicher auch vor allem dann auch eine coole Sache, aber natürlich auch in der Arbeitswelt, dann schließe ich das jetzt nicht aus für mich persönlich, ja. Gerade als Medizinstudenten, wo man eh in einem sozialen Beruf arbeiten will, ist es vielleicht gar nicht schlecht, am Ende des Studiums auch einmal in irgendwo eine andere Arbeitswelt reinzuschnuppern, wo man halt auch was zurückgibt an den Staat. Johannes Steinhardt, der bei der letzten Kammerwahl die meisten Stimmen in Wien erhielt, warnt davor, angehende Mediziner zu demotivieren. Wir haben bis jetzt eigentlich öffentliche Aussagen bekommen, die halt zum Teil auch ein bisschen verschreckend sind, wenn man hört, Zwangsrekrutierung, Zwangsverpflichtung, Zwang, Zwang, Zwang. Das kann ja nicht der Zugang sein, dass man ein Gesundheitssystem betreibt. Das System verbessern. Darüber sind sich die großen Player im Gesundheitsbereich einig. Für den Kinderarzt, der bereits in seiner Ordination aufräumt, drängt allerdings die Zeit. Dass die Orde leer steht, das tut mir nicht weh. Aber was mir wirklich leid tut, sind meine Patienten. Ich habe ein Patientenkollektiv, ist sehr gemischt, von ganz arm bis ganz reich. Die Besserverdienenden werden sich an Wallers suchen müssen oder an Privatarzt. Und die arme Bevölkerung, die bleibt und die kommt unter die Räder. Die Suche nach einer Lösung wird dauern, weil im österreichischen Gesundheitssystem sehr viele mitreden. Von der Ordination jetzt ein großer thematischer Sprung zum Neusiedlersee. Beschaulich werden Sie sich denken, mitnichten warnen Anrainer und Umweltschutzorganisationen vor einem gigantischen ungarischen Bauprojekt unmittelbar an der österreichischen Grenze. Ilmaz Gülüm hat sich angesehen, was an diesen Befürchtungen dran ist und ob das Projekt sogar die drohende Austrocknung des Neusiedlersees verhindern könnte. Aufnahmen, die so gar nicht ins Bild eines idyllischen Naturschutzgebietes passen. Am Neusiedlersee entsteht gerade auf der ungarischen Seite in Fertő-Rákos ein gigantisches Tourismusprojekt unmittelbar an der Grenze zu Österreich. Die Ausmaße sind einfach völlig utopisch und das Projekt als solches weit über dem Rahmen, der in einem Weltkulturerbe und einem Natura 2000 Gebiet eigentlich Platz finden sollte. Ich gehe aber davon aus, dass auch der ungarischen Seite sehr bewusst ist, in welchem sensiblen Lebensraum oder Umfeld hier also sozusagen diese Projekte realisiert werden. Das Projekt ist inmitten der Kernzone des Nationalparks, inmitten der Kernzone des UNESCO-Welterbes und ist einfach derart groß, dass hier von einer massiven Schädigung vor allem der Vogelwelt hier auszugehen ist. Diese aktuellen Drohnenaufnahmen werden uns von Greenpeace zur Verfügung gestellt. Sich selbst ein Bild zu machen, ist gar nicht so einfach. Die einzige Zufahrtsstraße ist großräumig abgesperrt. Presseanfragen vom Report an die ungarischen Verantwortlichen stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Ungewöhnlich, denn das Projekt soll ja am Ende der Öffentlichkeit zugutekommen. Die einzig verbleibende Möglichkeit ist damit über das Wasser. Wir borgen uns in Mörbisch ein Elektroboot aus und wollen uns die Baustelle genauer ansehen. Nach 30 Minuten sind wir dort. Das Projekt ist heikel, denn der Neusiedlersee ist gleich mehrfach geschützt. Er ist UNESCO-Weltkulturerbe, ein Natura 2000-Gebiet und steht auch unter Schutz der Ramsar-Konvention. Wie unschwer zu erkennen ist, sind die Bauarbeiten voll im Gange, auch wenn vom Boot aus unsere Kamera einen wackeligen Stand hat. Die Bauphase 1 ist jetzt weitestgehend abgeschlossen. Die Bauphase 2 wurde kürzlich ausgeschrieben, aber noch nicht begonnen. Das Entscheidende ist, bei Bauphase 2 werden dann auch großflächig sozusagen die Straßen, die Parkplätze betoniert, versiegelt. Und das ist dann auch sozusagen der kritische Punkt, wenn es darum geht, hier den Schaden nicht mehr rückgängig machen zu können. Offizielle Angaben zum Bauvorhaben zu bekommen, ist schwierig. Alleine der Parkplatz soll jedoch 800 Autos fassen. Der Verein Freunde des Neusiedlersees versucht seit Jahren herauszufinden, was genau hier entstehen soll. Vergeblich. Ja, das Schwierigste in der Causa Fertő-Rákos ist eigentlich, an Informationen heranzukommen. Es behaupten zwar sämtliche Vertreter von UNESCO und ICOMOS, dass die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Ungarn bestens funktioniere. Wenn man aber hinter diese Fassade sieht, schaut das gänzlich anders aus. Sämtliche Anfragen laufen ins Leere, werden entweder mittlerweile überhaupt nicht mehr beantwortet oder bestenfalls mit einer automatischen Antwort gutiert.
Wir haben de facto nach wie vor nicht viel mehr Informationen als zu Anfang des Projektes. Fertő Rákos ist anders als die österreichischen Gemeinden am Neusiedlersee, nämlich ganz und gar nicht touristisch entwickelt. Rund 2200 Einwohner zählt die Gemeinde. Für Besucher gibt es ein paar Restaurants. In Fertő Rákos war auch das einzige Strandbad auf ungarischer Seite. Andra Schauler lebt seit 37 Jahren hier und ist Segler. Die touristische Infrastruktur sei sehr vernachlässigt worden. Strand war quasi Ruinen, die Buffets waren auch verbraucht und es war nötig, eine Renovierung zu machen. Aber dass man ein Hotel bauen wird und Fußballplatz mit künstlichen Rasen, das können wir nicht verstehen. Und ein Hafen für 1000 Boote, also was, wofür? Also in ganz Österreich ist ein Hafen, sind nicht so viele Boote zusammen. Umweltschützer verlangen sogar von der UNESCO, den Neusiedlersee auf die rote Liste für gefährdete Welterben zu setzen. Diese Forderung unterstützt auch Christian Schuböck, der auch Sachverständiger für UNESCO-Welterbegebiete ist und hier für den Verein Freunde des Neusiedlersees einen Vortrag hält. Es soll in einem gewissen Rahmen bleiben, in einem naturverträglichen Rahmen. Nur so, wie sich jetzt da die Pläne sowohl auf österreichischer als auch auf ungarischer Seite zeigen, versucht man, den Neusiedlersee touristisch auszuschlachten. Und das ist nicht in unserem Sinn. In Österreich haben sich sowohl Umweltministerin Leonore Gewessler als auch das Land Burgenland kritisch zum Bauprojekt geäußert. In die Offensive wollen sie aber nicht. Ein Interview für den Report gibt es vom Geschäftsführer des Vereins Welterbe Neusiedlersee. Es ist natürlich relativ großmaßstäblich. Es ist viel auf einmal. Es ist ein großes Projekt, das auf einmal umgesetzt wird. Im Gegensatz zu den burgenländischen Seebädern, wo teilweise über die Jahre hinweg immer wieder erneuert worden ist oder ergänzt worden ist. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Beunruhigt ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Man muss die Lage beobachten. Aber wie gesagt, die Letzteinschätzung liegt bei der UNESCO. Die Zurückhaltung hat womöglich einen anderen Hintergrund. Der Neusiedlersee droht nämlich auszutrocknen. Das ist dem Steppensee zwar schon mehrmals passiert, zuletzt 1865. Dieses Mal will Österreich das aber verhindern. Ein Kanal aus Ungarn soll Wasser aus einem Nebenarm der Donau in den See speisen. Wie wichtig der Kanal aus Ungarn für Österreich wäre, weiß auch der Vorstand der Esterhazy Privatstiftungen. Die Esterhazys sind Großgrundbesitzer im Burgenland, speziell auch am Neusiedlersee. Eine Austrocknung gelte es aus wirtschaftlichen Gründen, um jeden Preis zu vermeiden. Es hätte natürlich wirtschaftlich verheerende Folgen. Der Neusiedlersee ist das Aushängeschild des Burgenlandes, das Aushängeschild eigentlich der ganzen Region, Neusiedlersee, Nordburgenland, also auch des ganzen Seewinkels und natürlich auch am Westufer bis Eisenstadt herüber. Hat eine ganz, ganz große touristische Wirkung in vielen Bereichen, bis hin dann auch natürlich zum Weintourismus, der sich ja auch sehr stark in dieser Region abspielt. Also nicht nur am See, sondern auch, ich glaube, da muss man auch das Umland mitdenken, weil ja so eine Austrocknung auch viele Folgen auch auf das Umland und auf die Bevölkerung und auch die gesundheitlichen Folgen in der Region hätte. Österreich braucht den Bewässerungskanal für den Neusiedlersee mehr als Ungarn. Die meisten Bauprojekte sind schließlich in Österreich. Und die Zeit drängt. Aktuell ist der Wasserstand mehr als 20 cm niedriger als vergangenes Jahr. Wir bekommen ein bisschen den Eindruck, die Politik aus österreichischer Seite hält sich mit Kritik an diesem Bauprojekt in Ungarn zurück, weil man auf der anderen Seite die Kooperation von Ungarn braucht, was den Kanal angeht. Ist das so? Das wird vielleicht durchaus eine Rolle spielen. Dazu kommt, wenn am Neusiedlersee gebaut wird, dann geschah das in der Vergangenheit praktisch immer in Österreich. Und nach wie vor wird viel gebaut. Es entstehen sowohl luxuriöse Seevillen wie hier in Neusiedl, als auch neue, moderne Restaurants. Ein Projekt der Esterhazy ist die Erneuerung des Strandbades in Breitenbrunn. Dafür muss der alte Yachtclub weichen. Ungarn will mit dem neuen Megaprojekt also nur das, was Österreich vielfach über den See verteilt, auch macht: Geld verdienen. Ist in der Vergangenheit vielleicht zu viel gebaut worden um den Neusiedlersee herum, speziell auf österreichischer Seite? Also das glaube ich nicht, dass zu viel gebaut worden wäre. Man kann natürlich immer über die eine oder andere Architektur geteilter Meinung sein. Aber ich denke, dass insgesamt also hier noch keine Sorge vor einer überhandnehmenden Verbauung des Neusiedlersees auszugehen ist. Ja, nein, man muss eigentlich ganz klar sagen, dass auch in Österreich natürlich rückblickend viel zu viel gebaut worden ist.
Man muss natürlich sagen, die Projekte in Österreich sind 30, 40, 50 Jahre alt. Damals gab es noch keinen Nationalpark, damals gab es noch kein UNESCO-Welterbe. Und so ein Projekt wie in Ungarn könnte man natürlich auch in Österreich heute nicht mehr realisieren. Die Umweltschützer wollen das Projekt in Fertő-Rákos noch gerichtlich stoppen. Dass das gelingen kann, ist aber unwahrscheinlich. Berichtet Ilmaz Gülim, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Reports. Danke von uns allen hier fürs Zusehen. Hoffentlich auch wieder nächsten Dienstag. Bis dahin noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Woche. Schönen guten Abend. Wir beleuchten gleich, welche Folgen die Gespräche von UN-Generalsekretär Guterres in Moskau heute haben könnten. Und wir zeigen auch, wieso es nach wie vor Kritik am Entwurf zum neuen Parteiengesetz gibt. Und 9 Millionen Menschen, sogar etwas mehr, leben derzeit in Österreich. Wieso wir immer schneller, immer mehr werden, gleich in der ZIP 2.